Du auch mal, ne? Du regst mich mega auf. Deswegen wollte ich die gar nicht haben. Hier hast du deine Kekse. Hier, ich will deine Kekse gar nicht. Die schmecken mir gar nicht. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Es ist mal wieder Nina und Kahn Zeit. Oder auch Kahn gewinnt. Ganz einfache Geschichte, oder, Leute. Oder Fahrradkette. Heute mit Greedy Granny. Ein Spiel von Tommy, ab 5 Jahren geeignet und ihr seht es schon, Greedy Granny sieht echt ein bisschen wild aus. Ja, wild nicht, aber ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen Angst bekomme ich schon bei den Augen. Die wird gleich einschlafen. Die hat so eine Zombie-Pose, finde ich gerade. Ja, geht also, genau. Und, sorry, ich war gerade voll in meinem Element. Guck euch unbedingt den Zombie-Biss an, den ich gemacht habe. Der ist echt gut geworden, sorry. Zombie-Biss? Ja. Halloween kommt ja bald. Weihnachten auch! Aber erstmal kommt die Oma um die Ecke. Wollte ich gerade sagen, die hat auch ein paar Kekse parat. So, und wie spielen wir das? Die wird gleich schlafen. Den Sessel dafür ein bisschen nach hinten, werdet ihr gleich sehen. Wir haben eine Scheibe. Wir spielen bis 3 heute. Ja. Also wer als erstes 3 kommt, das lassen so. Weil ich es immer nicht verstehe. Ganz cool. Wirst du schon sehen. Also, wir müssen von jedem Kekstypen einen bekommen. Wenn du davon alle hast, dann hast du das Spiel gewonnen. Okay. Es sei denn, die Oma steht auf, dann hast du das Spiel natürlich verloren. Dann ist die Runde zu Ende und die Kekse müssen wieder aufs Tablett. Wir müssen die Kekse eher klauen aus ihrem Tablett daraus und dann irgendwann bewegt, also wenn man sich zu sehr bewegt oder so. Oder ja, wirst du ja schön sehen. Ja, ich will nicht zu viel verraten. Ach, komm. Wirst du schon sehen. Ja. Wir haben hier die Scheibe. Bei grün dürfen wir was nehmen. Bei lila müssen wir was zurücklegen. Mhm. Das ist aussetzen, ganz klar. Mhm. Und hier, da darf ich dir oder du mir einen Keks wegnehmen. Okay. So, und die Anzahl ist immer hier für den Schalter. Das heißt, wenn du jetzt hier, darfst du dir einen Keks nehmen und dreimal drücken. Let's go! So, einmal hinlegen, bitte. So, und jetzt guck mal, die schläft ganz, ganz tief. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Nix. Mach nochmal. Nee, das ist sonst Nina. Gut. Nina hat gecheatet schon wieder. Ich lasse das. Geht nicht. Ja. Dasselbe. Auch. Dasselbe. Fängt das läuft echt gut. Das läuft echt gut. Das ist spannend. So. Eigentlich müsstest du einen Keks jetzt zurücklegen. Du hast aber keinen. Trotzdem musst du jetzt dreimal drücken. Also, ich glaube, auch aus der Position werden wir schon ziemlich Angst bekommen. Also, werden wir ziemlich. Ich glaube schon. So, aussetzen. Macht so viel Spaß, das Spiel gerade. Echt? So, welche Zahl ist das? Einmal und du darfst ja einen Keks nehmen. Muss ich erst den Keks nehmen oder erst drücken? Wie das du? Ist egal. Nee, ich glaube, du musst erst nehmen und dann. Ich glaube, die Dings ist relativ egal. Ich habe schon. Die Reihenfolge ist da relativ egal. So. Ja. Ein zurücklegen habe ich leider nicht. Und einmal drücken. Ich sag's ja! Ich krieg Puls. Oh, wie sieht der aus? Greedy Granny! Übel. Normalerweise kommen die Zähne dann auch rausgesprungen, aber ich glaube, hier funktioniert das jetzt nicht. Oh. So, ich habe verloren. Das heißt, ich muss die Kekse hier zurück aufs Tablett legen. Muss ich meinen auch zurücktun? Ja, es fängt ja wieder von vorne jetzt an. Du hast jetzt gewonnen. Yes. Aber es fängt ja jetzt wieder von vorne an. Ich hab gewonnen. Noch nicht ganz. Gut, Mensch. Ein Drittel des Spiels habe ich schon mal gewonnen. So, dann geht's weiter. Darf ich jetzt starten? Ja, du Loser. Einmal drücken und einen Keks nehmen. Ich nehme natürlich hier einen Keks und... Yes! Oh. Einmal drücken und einen Keks nehmen. Yes. It's me. Ach, warte. So, einmal drücken und... Brezel! Das ist doch kein Keks. Ha, bleib mal liegen, Omi. Für manche Leute sind auch Crackerkekse. Oh, ich muss aussetzen. Nicht gut für mich, ich brauche mehr Kekse. Ha, her damit! Also es fehlt mir, glaube ich, nur noch ein... Nur noch der Gelbe? Ja! Mir fehlt nur noch der Gelbe, dann habe ich gewonnen. Yes! Das geht ja schnell. So, ein zurücklegen hast du leider nicht, aber auch einmal drücken. Die Chancen stehen sehr gut für mich. Ich hoffe, er muss jetzt die Oma wecken, das wäre echt gut. Aussetzen? Ah, schön! Das wird spannend. Oh, zu spannend, ich könnte mal hier drehen.
Oh, du darfst einen legen. Und einen. Da! Ha. Oh nein! Was hast du für einen Keks genommen? Okay, der bringt mir nicht viel. Nein, ich darf einen Keks nehmen, einen gelben. Damit wäre ich, glaube ich, eigentlich durch, ja, oder? Ja. Ja, aber ich muss auch noch zweimal drücken. Mann! Ich hab schon wieder gewonnen! Gute Oma. Eigentlich habe ich nichts gegen Lass Oma. Dich knutschen. Eigentlich habe ich nichts gegen Oma, aber... Ehrlich, Omi, du regst mich gerade ziemlich auf. Finger weg von ihren Keksen, ja? Die gibt's dir nur freiwillig raus. Aber nicht, wenn sie pennt. Da wird sie ein bisschen aggressiv. Ich versteh's nicht. Normalerweise, wenn man zu Oma geht und sagt, man hat Hunger, dann wird der ganze Kühlschrank eigentlich aufgeräumt. Und es wird alles gekocht, was sich da drin befindet. Ja, aber bei Keksen, da verstehen sie keinen Spaß, ne? Vielleicht sind das auch ihre Lieblingskekse, da würde ich auch nichts verstehen. Ja, super, jetzt fällt hier alles runter, toll. Bei Greedy Nina, da würde ich demjenigen auch noch die Hand abbeißen, wenn er mir meine Kekse klaut. Ist ja gut. Ich bin gerade nicht so witzig drauf, ist okay. Dann hat jetzt schon fast verloren. Das mag er nicht so gerne. Nee, gar nicht. Du darfst wieder starten. Ja, einmal drücken. Steh bloß nicht auf! Werd bloß nicht wach! Ah, aussitzen. Lass mit Oma ein bisschen kuscheln. Nochmal. Oma, ist wieder nichts nehmen und einmal drücken. Mann! Einmal drücken und eins nehmen, ne? Ja. Erstmal durchatmen. So viel Stress. Einmal nehmen, zwei. Ich hab gewonnen! Ey, guck mal, normalerweise habe ich Respekt vor älteren Personen. Ehrlich, normalerweise habe ich immer Respekt vor älteren Personen, aber du. Ich sag mal. Du Oma, ne? Du regst mich mega auf. Hier hast du deinen Keks. Hier, ich will deine Kekse gar nicht. Die schmecken mir gar nicht. Deswegen wollte ich die gar nicht haben. Komm mal her, Oma. Oma Hildegard. Guck mal, die kann auch so noch ein bisschen bouncen. Put your hands up in the air. Ich hab gewonnen. Kahn ist mies drauf. Aber es wird weitere Challenges von uns geben, wo er wieder Chance hat zu gewinnen. Auch wenn es nur eine minimale ist, aber... Es ist halt nicht einfach, gegen Nina zu gewinnen. Ich bin halt eine geborene Gewinnerin. Und wenn ihr weiter sehen wollt, wie Kahn verliert, dann vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich sehe schon, die kommen. Kahn ist voll der komische Typ, der ist voll hyperaktiv und... Ja, ist doch so. Schreibt es gerne in die Kommentare, kein Problem. Ich bin doch nicht hektisch, ich doch nicht. Ja. Geht doch nicht schnell, oder? Möchtest du noch was sagen? Ja, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Das habe ich schon gesagt. Ach so, okay. Und auf Facebook, Instagram abchecken, natürlich mal wieder ein bisschen Eigenwerbung. Entweder spielen wir Kinderspielzeug oder Instagram-Kan-XY. Natürlich schön hier gerne Eigenwerbung. Okay, ich habe verloren. Das war das Einzige, was ich heute machen kann. Und hier. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich reg mich schon ein bisschen auf.